Hallo, ihr da draußen. Ja, heute geht es wieder um Olaf Scholz, denn eine Serie reicht nicht für Olaf Scholz, denn er ist unser Kanzler und es gibt so viele Skandale und Erinnerungslücken, dass wir doch einfach heute mal mit Wirecard weitermachen. Schauen wir mal rein. Er ist eine der meistgesuchten Personen Europas. Jan Maschalek, 40 Jahre alt, geboren in Wien, letzter Job, Vorstand bei Wirecard. Moment mal, ich überlege gerade, wer ist jetzt hier der nützliche Idiot? Der, der durch die Welt gejagt wird oder der, über den dieser Vlog heute geht? Ja, ich denke mal, das ist ja die Idee hinter dem nützlichen Idioten, dass wir ein Porträt machen über einen Menschen, der ein nützlicher Idiot ist. Aber oftmals ist es ja so, man braucht viele nützliche Idioten, um ja dann praktisch für die Oligarchie oder für wenige Vorteile herauszuholen. Ein nützlicher Idiot ist ja eine Person, die man benutzt, etwas zu tun, damit andere davon Vorteile haben. Und der denkt, dass er auch Vorteile hat, aber derjenige ist, der den Kopf hinhält, wenn es schief läuft. Das ist ein nützlicher Idiot. Und jetzt haben wir mehrere nützliche Idioten. Die einen, die durch die Welt fliehen vor der Polizei, vor der Aufklärung, vor dem Gefängnis. Und den nützlichen Idioten, der Bundeskanzler ist. Das ist natürlich besser. Das ist die bessere Situation. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann ist der nützliche Idiot, der Bundeskanzler ist, bevor die Oligarchie oder diejenigen, die wirklich hinter der Korruption stecken, aufgedeckt werden, der Puffer. Und das ist dann der nützliche Idiot, über den wir heute uns unterhalten, Olaf Scholz. Schauen wir mal rein. Seine Flucht ist der vorläufige Höhepunkt eines Finanzwirtschaftskrimis. Es geht um verschwundene Milliarden, Lobbyismus im Kanzleramt, russische Geheimdienste und Bespitzelung von Journalisten. Sie überwachten uns, sie versuchten uns zu hacken. Nicht nur mehrere meiner Kollegen bei der Financial Times, sondern auch Investoren, Shortseller, Researcher. Da sind sie wieder, die Milliarden. Denn eine Milliarde sind 1000 Millionen. Das muss man immer wieder dazu formulieren. Denn das ist schon wieder so eine Zahl, die so fernab von der Realität ist, von der Realität, in der wir leben. Wenn wir darüber reden, dass Journalisten bespitzelt werden, dann denke ich mir, okay, ist das nicht das gesamte Spiel? Ist das nicht dieses Spiel der Scheindemokratie, die sozusagen den Gegenspieler braucht, der auch ein bisschen bekämpft wird, der in diesem Spiel ein bisschen für Wahrheit sorgt, aber nicht wirklich für Wahrheit, der aufklärt, aber immer zu spät ist. Und ja, eine Politik, die nie Konsequenzen davontragen muss. Wenn ich an die Skandale denke, die europäische Politiker in den letzten 10, 20 Jahren, wo sie für verantwortlich waren, wer ist denn hier wirklich zur Rechenschaft gezogen worden? Ich kenne keinen. Das heißt also, in der Politik hat man sozusagen eine Green Card, denn man ist ja sozusagen der Puffer, der nützliche Idiot für die Oligarchie, die man nämlich dadurch schützt, dass es nicht rauskommt. Und wenn es rauskommt, dann wird dieser Puffer ausgelöst und dann sind die Leute verantwortlich, die nämlich als nützlicher Idiot zur Verfügung stehen. Insgesamt sind es die Tatvorwürfe des gewerbsmäßigen Bandenbetruges, der Untreue, der unrichtigen Darstellung, der Marktmanipulation in mehreren Fällen. In Wirklichkeit war den Beschuldigten spätestens seit Ende 2015 klar, dass der Wirecard-Konzern mit den tatsächlichen Geschäften insgesamt Verluste erzielte. Gewerbsmäßige Bandenkriege. Man könnte auch einfach sagen, mafiöse Zustände. Das passt besser. Das ständige Wachstum der Firma lockt millionenschwere Geldgeber an, die am Erfolg mitkassieren wollen. Vorstandsvorsitzender Markus Braun und Vertriebsvorstand Jan Maschalek wissen anscheinend, was diese Investoren hören wollen und sammeln Milliarden ein. Um sich Gehör auf höchster politischer Ebene zu verschaffen, hilft ihnen ein umtriebiger Ex-Bundesminister und nun Lobbyist, Karl Theodor zu Guttenberg. Er wirbt für das betrügerische Unternehmen bei der Bundeskanzlerin. Karl Theodor zu Guttenberg. Ja, ich dachte, Adelstitel wären abgeschafft, aber sei es drum.
erst Wirtschaftsminister, dann Verteidigungsminister. Da ist er ja an den Geldquellen dran gewesen. Und ja, natürlich, als Nichtminister hat man natürlich dann zu Angela, zu Angie gute Kontakte und dealt die Dinge einfach mal ein. Wirecard verkauft sich gut und seien wir doch mal ehrlich, da ist doch wieder einer, den man so nennen könnte, der nützliche Idiot, weil dahinter stecken doch dann die wirklichen Profiteure. Karl Theodor zu Gutenberg. Ich glaube, auch mit Sicherheit eine Sendung wert. Da haben sich für mich auch nochmal neue Abgründe aufgetan. Uns wurde gesagt vom Bundeskanzleramt, dass Herr zu Gutenberg einen Termin bekommen hat als Ex-Minister und Freund der Kanzlerin. Und dann war er aber offensichtlich komplett als Berater, als Lobbyist tätig gegenüber der Bundeskanzlerin. Und er war ja sehr erfolgreich. Innerhalb von 24 Stunden stand die Wirecard AG, die vorher nicht auf der Liste der Bundeskanzlerin stand, auf der Liste, die dann die Bundeskanzlerin gegenüber China formuliert hat. Das geschieht auf Merkels China-Reise 2019. Ein Jahr zuvor ist Wirecard in den DAX aufgestiegen und gehört nun zu den wertvollsten deutschen Unternehmen an der Börse. Zeitweise ist Wirecard wertvoller als die Deutsche Bank. Der Aktienkurs beträgt damals 190 Euro. Solche Zahlen locken viele Groß- und Kleinaktionäre an. Die verlassen sich auf die Ergebnisse der Wirtschaftsprüfer EY. Deren Aufgabe ist es seit 2009, die Bilanzen von Wirecard zu überprüfen. EY. Ich dachte immer Ernst & Young, aber sei es drum. EY hört sich besser an, weil wenn es um Schmutz geht, dann sollte man von dem Hauptlabel halt ein bisschen ablenken. Aber ist ja klasse, ne? Ich habe das auch immer miterlebt, wenn es darum geht, deutsche Großkonzerne weltweit zu positionieren. Ich habe damals einen großen Telefonanbieter betreut. Da habe ich auch einige so eine Dinge mitbekommen. Da ging wirklich so die Politik ein und aus und Sportevents waren wichtig, um einfach natürlich den Markt zu eröffnen, den damaligen amerikanischen Markt. Und ja, wenn es um viel Geld geht, wenn es darum geht, Deutschland weltweit zu positionieren mit Global Playern, das war ja immer so dieser Wahn, dass jedes Unternehmen möglichst weltweit erfolgreich sein muss, dann ist die Politik, die deutsche Politik, zu allem offen, auch zu jeder Korruption. Insofern, die politische Verantwortung trägt Olaf Scholz. Heute werden wir auch Fragen stellen, was seine persönliche Verantwortung für diesen Wirecard-Skandal betrifft. Endlich bringt es mal jemand auf den Punkt. Die politische Verantwortung hat Olaf Scholz. Und jetzt muss man die Frage stellen, was auch noch seine private Verantwortung ist. Aber ich kenne keinen einzigen wirklichen Fall von Spitzenpolitikern, die privat Verantwortung übernehmen mussten. Ich denke mal, das ist doch eigentlich das Markenzeichen der deutschen Politik. Heißt das, es gab direkte politische Einflussnahme von ganz oben bei dieser Affäre? Es gab direkte politische Einflussnahme. Wir wissen, dass auf der Payroll von Wirecard mehrere Spitzenpolitiker standen. Zum Beispiel Peter Harry Carstensen, der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Ole von Beust aus Hamburg, Günter Beckstein, Ex-Ministerpräsident von Bayern. Wir haben auch andere Spitzenpolitiker, Spitzenbeamte, ehemalige Geheimdienstkoordinatoren der Bundesregierung, einen ehemaligen bayerischen Polizeipräsidenten und mehr. All die haben von Wirecard Geld bekommen und die haben viele Jahre dafür gesorgt, dass es so eine Art Kokon, eine Art Wagenburg um diesen Konzern gab. Mann, wie geil ist das denn? In der Politik, im Geheimdienst, in der Polizei, überall werden die Leute bestochen, ganz offensichtlich. Und man kann nichts machen. Also das ist wirklich ein wirkliches demokratisches System. So wünscht man sich das doch als Oligarchie, die alles machen kann, was sie will. Für uns als Unionsfraktion steht fest, die politische Verantwortung für den Wirecard-Skandal tragen Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die Führung des Bundesfinanzministeriums. Herr Scholz hat sich als schweigender Minister präsentiert mit unglaubwürdigen Erinnerungslücken. Sein Ministerium ist vor allem durch verspätete Aktenlieferungen und fadenscheinige Ausreden aufgefallen. Ein teilweise respektloser Umgang auch mit dem Parlament. Ein respektloser Umgang mit dem Parlament? Ich würde eher sagen, ein absolut respektloser Umgang mit seinen Wählern. Ich würde sagen, die Menschen, die ihn gewählt haben,
die sind einer Lüge, einem Bluff aufgelegen. Und das ist wirklich das Erschreckende an dieser ganzen Sache. Ach so, da war doch noch was. Es fing vor 2 Jahren an und deswegen haben wir dieses Bild auch eingeblendet. Wenn man auf das Datum achtet, dann hat Olaf Scholz 100 Milliarden einfach mal aus dem Hut gezaubert. Ich frage mich, wo kommen diese 100 Milliarden her und wo gehen sie vor allen Dingen hin? Und wir sehen ja zum Beispiel bei der Rüstungsindustrie und vor allen Dingen bei Rheinmetall, die sind jetzt als DAX-Unternehmen zu einem Weltkonzern aufgestiegen durch Waffenlieferungen und durch Waffenkäufe und Produktion in der Ukraine. 3 Tage nachdem der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, hat Olaf verkündet 100 Milliarden Sondervermögen. Einfach nur in so einem Schnips, zack, Zaubertrick. 100 Milliarden, 100.000 Millionen Euro dafür, dass man Menschen um die Ecke bringt. Und das passiert jetzt seit 2 Jahren. Und das ist wirklich dann mafiös. Nee, stimmt gar nicht. Die Mafia bringt nur immer mal wieder Leute um. Aber hier kommen viele tausend Menschen um, vielleicht sogar Millionen. Wer weiß es, was mit deutschen Waffen alles angerichtet wird. Das ist der Fakt. Und das ist das große Geschäft. Und das ist die große Korruption. Und das ist Deutschland, das korrupteste Land der Welt, mit den besten Mitteln alles unter den Teppich zu kehren. Und dafür braucht man die nützlichen Idioten. Die wirklich nützlichen Idioten. Und die sind sogar im Kanzleramt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch, dass ihr uns so zahlreich unterstützt. Ja, und danke, dass ihr uns abonniert und die Glocke anmacht, denn das hilft uns, eine größere Reichweite zu erreichen, um nämlich unsere Politiker auf die Schippe zu nehmen und sie, wenn das schon die Justiz nicht tut und die Polizei, dann sollten wir es tun, dass wir genau hingucken und alles das, was wir zusammentragen, ist aus den öffentlich-rechtlichen Sendern und aus den großen Sendern, aus den großen Privatsendern, die nämlich auch der Oligarchie gehören. Und deswegen sind es nur Fakten. Fakten plus das, was ich da rein interpretiere. Aber vielleicht interpretiert ihr mit und dann macht das besonders viel Spaß. Ich danke euch fürs Zuschauen, euer Kai Stut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es wäre schön, wenn ihr hier ein Abo dalasst, auch die Glocke anmacht. Und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, denn dieser kritische Journalismus, unsere Filme, ist nur möglich durch eure Hilfe. Euer Kai Stut.